In unserer Familie gibt es einen Spruch, ein Statement. Und zwar lautet das: Wir nehmen jede Herausforderung an. Wir nehmen jede Herausforderung an. Na, das bedeutet nicht, dass wir jeden Blödsinn machen, den irgendjemand uns sagt, dass wir es tun sollen. Sondern das heißt, dass wenn wir merken, dass es etwas gibt, was uns herausfordert, was wir vielleicht noch nie gemacht haben, was uns ein bisschen stretcht, ja, dass wir sagen, gut, mit des Herrn Hilfe, wir machen es einfach, wir gehen hinein, wir versuchen es zu schaffen. Und es hat immer funktioniert. Es hat immer funktioniert. Wenn wir Herausforderungen angenommen haben, mit dem Herrn reingegangen sind, gebetet haben, es hat immer funktioniert. Er hat uns immer seinen Segen gegeben. Und ich lade dich ein, das auch in deinem Leben zu einem Statement zu machen. Dich nicht abschrecken zu lassen von Herausforderungen, von Dingen, die dich fordern, ja, die dich herauslocken aus deinem Sicherheitsbereich, aus deiner Komfortzone, aus dem Ding, wo du dich so schön verschanzt hast, sondern rauslocken, Herausforderungen. Und ich glaube, dass viele, viele Dinge, die Gott von uns verlangt, tatsächlich herausfordernd sind. Das sind Dinge, die über unsere Möglichkeiten hinausgehen, beispielsweise auch über unsere natürlichen Möglichkeiten hinausgehen, weil er etwas Übernatürliches tun will, weil er uns gebrauchen will und gleichzeitig sich damit verherrlichen will. Weil wir wissen, das ist nichts, was wir einfach so tun können, so wie wir den ganzen Tag unsere Sachen tun, sondern weil wir abhängig sind davon, dass wir seine Hilfe und sein Zutun brauchen. Gott tut sein Übernatürliches zu unserem Natürlichen dazu. Und Wunder geschehen. Wir nehmen jede Herausforderung an. Schau, Jesus beispielsweise hat die Einflüsterungen des Teufels bei der Versuchung in der Wüste nicht angenommen, weil er wusste, das sind Herausforderungen, die nicht von Gott sind. Das ist einfach Unsinn. Das sind negative Dinge. Aber er hat die Herausforderungen, die ihm so auf seinem Weg durch Israel begegneten, die hat er alle angenommen. Er hat die Kranken geheilt, er hat Wasser zu Wein gemacht, er ist auf dem Meer gelaufen und so weiter. Das waren Herausforderungen, die er immer und immer wieder angenommen hat. Und das gilt auch für uns. Oder in der Apostelgeschichte, in der ersten Gemeinde. Es kam zu riesigem Stress, Problemen, Hickhack mit der Obrigkeit, zu Schwierigkeiten, zu Repressalien. Und was war das Ergebnis? Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Die Urgemeinde betete aufgrund des Stress, aufgrund der Drohung, aufgrund der Androhung von Repressalien: Gerade jetzt, Herr, brauchen wir Freimütigkeit, um in Kühnheit und Entschlossenheit das weiterzugeben, von dem wir wissen, dass es die Wahrheit ist. Sie haben die Herausforderung angenommen, die Gott ihnen gegeben hat, und sich nicht abschrecken lassen von dem, was da an Widerstand war. Ich lade dich ein, dass du mal darüber nachdenkst, ob die Herausforderungen in deinem Leben nicht etwas sind, wo du sagst, ich nehme die einfach an. Ich entscheide mich, Dinge zu tun, die ich bis jetzt noch nie getan habe. Ich entscheide mich, mich auszustrecken, mit des Herrn Hilfe in neue Sachen reinzukommen. Ich entscheide mich, aus meiner Langeweile und meinem Sicherheitsbereich und meinem Ding rauszubewegen und mit dem Herrn in was Neues reinzugehen. Ich glaube, dass Gott dich locken möchte und sagt, komm, ich habe Herausforderungen für dich, die du mit meiner Hilfe bestehen kannst. Ich habe Wunder in deinem Leben vorbereitet, die du mit meiner Hilfe erleben wirst. Ich glaube, Gott hat mehr für dich.